Ja, herzlich willkommen zum Gemüsefarmen-Podcast. Und zusammen mit Tomate schauen wir heute das Finale hoffentlich der Wahlwerbespots. Jawohl, das wird auf jeden Fall das Finale sein. Wir werden jetzt die letzten 10, 11 Spots schauen. Und ja, viel Spaß damit. Also ich finde es weiterhin sehr interessant. Oh, wir haben mal eine neue rechte Partei, die Werte Basis. gelten nicht mehr. Traditionen werden abgeschafft. Die neuen Vertragswerke der Weltgesundheitsorganisation sind besorgniserregend. Hier besteht die Gefahr einer globalen Gesundheitsregierung mit totalitären Strukturen und Einschränkung der Grundrechte. Und dies in finanzieller Abhängigkeit von den Pharmakonzernen. Dann regiert Big Pharma in unserem Land. Das muss verhindert werden. Die Europäische Union wurde einmal als Friedensprojekt gegründet. Durch die Kooperation zwischen Staaten sollten Konflikte vermieden werden. Jetzt liefern wir Waffen in Krisengebiete. Die Kriegsrhetorik wird immer aggressiver und es wird offen über militärische Beteiligungen gesprochen. Die Europäische Union ist endgültig zu einem machtpolitischen Instrument geworden. Sie verfolgt Interessen, die nicht mehr im Sinne von uns Bürgern sein können. Ich kandidiere für eine Politik, die auf Waffenstillstandsverhandlungen, Friedensgesprächen und Diplomatie setzt. Europa hat in den letzten Jahren wichtige Gesetze erlassen, die die Freiheits- und Grundrechte verletzen. Das Europäische Parlament hat wenig zu sagen und nickt oft einfach ab, was die Kommission vorschlägt. Das wollen wir ändern. Überlassen Sie die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht anderen. Basisdemokratie ist notwendig, um dem Grundgesetz gerecht zu werden, damit alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das gilt für alle Themen in der Politik, sogar und besonders für Krieg und Frieden. Mein Name ist Dirk Ginzel. Ich bin Michaele Kundermann. Ich bin Anton Körner. Mein Name ist Isabel Graumann und ich kandidiere für die Basisdemokratische Partei Deutschland für die Wahl ins Europaparlament. Ja, interessanter Spot. Also ich fand den von der Machart auf jeden Fall gut, muss ich Machart sagen. gut, ja. Die Musik, ja, war mir vielleicht ein bisschen zu überdramatisch, aber so, ich meine, wie gesagt, ich mag das Dies in immer, dass finanzieller. verschiedene Leute kurz ihre Punkte darlegen und verschiedene Themen ansprechen. Inhaltlich, naja, frage ich mich natürlich nach wie vor, warum sollte ich die wählen, nicht die AfD? Das sind ja 1:1 AfD-Themen, die die an den Tag legen. Also das ist so, dann für mich wieder dieses Kack-Argument. Also sollte ich die einfach wählen, weil ich zu feige bin, die AfD zu wählen, weil in allen Nachrichtenblättern mir geschildert wird, wie böse die wären und wie böse Nazi. Also ich fand es erstmal positiv überraschend, dass sie wieder auf sozusagen ihre Ursprünge zurückgegangen sind. Das war ja sozusagen die Anti-Corona-Maßnahmen-Partei, ne? Dass sie hier mit der WHO und deren Machtbefugnisse um die Ecke kommen. Das fand ich schon mal gut. Das war ja bei der Berlin-Wahl. Der ihr Spot, der war ja so weit davon entfernt. Also das, da haben sie sich jetzt ein bisschen gemausert und zusammengenommen anscheinend wieder. Zusammengerissen. Und das war gut. Ja, und die, wie du schon sagtest, die anderen Punkte, die kamen, waren halt alle, ja, AfD-Punkte. Schlussendlich, ja. Bis auf Also. vielleicht, na, wobei, nee, doch, direkte Demokratie. Ja, ich meine, Wobei das ist. hier ist die Frage, meinen die das so, dass es dann auf EU-Basis direkte Demokratie geben soll? Naja, da wäre die AfD ja sicherlich auch dafür. Ich meine, die AfD hat ja auch als ersten Punkt im Wahlprogramm, also buchstäblich den ersten Punkt, direkte Demokratie stehen. Ja, für Deutschland, genau. Ja, aber wird doch in der EU sicherlich genauso sein. Also, sind wir ganz ehrlich, wirst du nie erreichen können. Genau, weil ich Weil. stelle mir halt die Umsetzbarkeit, also in Deutschland kriegt man es vielleicht noch hin, aber dann bei 400, 500 Millionen Leute. Das ist richtig. Aber prinzipiell wäre das natürlich gut, dass auch ganz Europa entscheiden könnte, finde ich jetzt, wenn es jetzt ganz große europäische Themen wären. Zum Beispiel, was weiß ich, wollen wir Russland angreifen? Oder gut. Schutz der Außengrenzen. Wollen wir Ukraine unterstützen? So müsste ich es eher sagen, pardon. Ja, klar, das, ja, da müsste man halt wirklich mal so, ja, es ist ja jetzt nichts anderes. Du machst jetzt in Europa, stellst du jetzt für die ganze Bevölkerung Wahlzettel zur Verfügung, dann kannst du halt auch so einen Abstimmungszettel zur Verfügung stellen. Das stimmt Ja, eigentlich, das ist genau. eigentlich nichts anderes. Wie? Ja. Hm. Also, Ja, ich meine, die, ich sag immer, unmöglich ist nichts, wenn man das nur will, zumindest in der Politik. Also, wenn man jetzt wirklich will, dann können die verrücktesten Systeme entstehen und die schwierigsten Sachen können geregelt werden. Ich meine, wir haben noch vor ein paar Jahren hier in der DDR, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, hatten wir irgendwie eine Regierung, die alle 5 Jahre bestimmt hat, was produziert wird. Also, Ja. vorher hätte man gesagt, hä, wie soll denn das gehen und so. Wenn man will, dann geht das einfach.
Also es geht natürlich nicht lange gut, wenn man sozusagen an den, ich will es nicht Naturgesetzen sage, vorbei regiert, aber... Das ist klar, aber von der Sache her, dass man da einfach... Du kannst für einen gewissen Zeitraum skurrilen Scheiß auf die Beine stellen, ja. Genau, oder China, ich meine, die können einfach mal festlegen, in Anführungszeichen, wie viele Kinder geboren werden. Also die Regierung kann schon, wenn sie will, sehr viel auf die Beine stellen. Mhm. Ja. Ich meine, die Basis ist halt leider so ein gescheitertes Projekt, was ihr Momentum da in der Corona-Zeit hatte und das dann irgendwie ein bisschen, naja, ich weiß nicht, aus den Augen verloren hatte oder... Das Corona-Thema ist halt einfach vorbei und damit ist, denke ich, auch die Zeit der Basis vorbei. Tja, das sehen die anders. Ich meine, sie sind wirklich clever, dass sie jetzt auf die WHO direkt gehen. Das macht jetzt, glaube ich, keiner so... Die, ja, das war auf jeden Fall gut. So den Ross und Reiter so zu benennen. Ich glaube, das macht nicht mal die AfD. Mhm. Gut, nehmen wir mal den nächsten. Ja, bitte. Oh Gott, die Partei... Oh nee, ich guck. 2024. Sie sehen nun Wahlwerbung. Für den Inhalt der Wahlwerbung ist ausschließlich die jeweilige Partei bzw. politische Vereinigung verantwortlich. Guten Morgen, liebe Abgeordnete, liebes Volk, lieber Oberbürgermeister. Ich bin Sibylle Berg und schreibe Theaterstücke und Bücher. Die letzten drei handeln von einer gelungenen Revolution, die den Konzernkapitalismus pulverisiert und dem Aufbau eines postkapitalistischen Europas. Diese Pläne möchte ich nun gerne mit Ihrer Hilfe im Zentrum der Macht, dem EU-Parlament, umsetzen. Als einigermaßen Expertin für Digitalzeug, Überwachung, Zerschlagung der Tech-Konzerne und Sprengung der Überseekabel bin ich mir sicher, dass wir zu einer absoluten positiven Veränderungen der EU und der Welt beitragen werden. Ich habe zu diesem Thema ein Gedicht geschrieben. Mein Feind, in dir sehe ich das Böse, das, was mein Leben dunkel macht. Ich habe viele Nächte ob dir schon munter zugebracht. Ich sehe dich in vielen Teilen, ich wünsche dir den Dreck nach Haus. Ich wäre froh in meinem Leben, trüge man dich tot hinaus. Ich hasse deinen Zwerg im Garten, ich hasse, wie du schnitten isst. Ich muss es hier und jetzt erklären, das, was für mich die Wahrheit ist. Ich wäre glücklich wie ein Wiesel, ich tanzte nackig um den Tisch, wenn ich dein Herz zum Mittag sehe in einer großen, runden Dose, umgeben von Aspik-Gelee. Ich danke allen hier für ihre Unterstützung, ihre Zuneigung, die guten Wünsche und das Geld. Europawahl 2024. Okay. Also irgendwie fand ich das Gedicht ganz schön widerlich. Ganz ehrlich, ja, ich muss wirklich sagen widerlich, weil es sich halt gegen, naja, gegen andere Landesmenschen richtet. Also, ich meine, es war jetzt die Rede davon, ich hasse deinen Gartenzwerg und ich will dein Herz irgendwie tot in Gelee sehen oder irgendwie sowas. Mhm. Also, wie, kränker geht's ja kaum, dass man jemanden tot wünscht, den man, mit dem man politisch nicht überein ist. Also, was für Menschen hier gemeint sind, können wir uns natürlich noch zusätzlich denken. Ich meine, Sibylle Berg ist ja super links. Arbeitet auch bei Spiegel Online, hat da mal ihre Kolumne. Ja, klar. Also, es geht natürlich um AfDler. Also, es war jetzt einfach nur so eine Art Sarah Bosetti-Gedicht, ganz ehrlich. Lustigerweise, ich musste an die Bosetti denken. Ja, auch von der Anzahl Schminke, die sie im Gesicht hatte. Es war halt wieder so ein typischer Partei- Spot, wir wollen so ein bisschen einen Sketch machen, aber so halb lustig, halb schlecht, dass es wieder gut ist. Diesmal wirkt es aber einfach nur hingeschissen. Ja, auf jeden Fall. Also sie setzt sich da einfach hin und liest so einen Text vor. Ja, das war schon wirklich schwach. Aber bitte wählt die, ne? Ja, klar. Liebe Studenten. Ich meine, gut, sie sagt ja immerhin Danke für euer Geld, also. Ja, ja. Ach, ich weiß nicht. Also, das ganze Thema, die Partei, wir haben das ja schon mal besprochen. Das ist wirklich. Ach, das. Ich weiß nicht. Das macht mich richtig traurig, dass es Leute gibt, die sowas unterstützen. Also, ich meine, Demokratie ist doch eigentlich ein cooles Ding. Also. Der Punkt von der Partei war ja eigentlich mal, dass es so eine Satirepartei sein sollte. Aber Satire sollte doch eigentlich immer den Machthabern auf die Finger klopfen.
Und dann gehst du mehr oder weniger jetzt auch in diesem Gedicht die Opposition Ja. an. Was soll denn Erstens das? das. Naja, und dann, also ich finde generell ja, dass das Thema Humor gar nicht so viel im demokratischen Betrieb eigentlich zu suchen haben sollte. Oder Satire. Weil dafür sind die Ja. Themen eigentlich zu ernst. Also, Ja, das finde ich irgendwie doof. Gut, klar, man kann über verbieten würde alles ich es Witze nicht, machen. ne? So sehe ich Aber sich, klar. ja, alles klar. Aber ich finde das irgendwie von der Art, also ich weiß nicht, mir ist es irgendwie zuwider, wenn, ich kenne ja auch ein paar Leute, die Partei wählen. Und das sind immer so Leute, die mir so ein bisschen suspekt sind, muss ich ehrlich sagen. Also, dann wähl halt lieber die Grünen oder Links oder so. Aber so dieses, ah, Oder das ist wir ja halt gar nicht, alles, also ganz ehrlich. ich bin so ironisch, zynisch, ich wähle jetzt hier die Satirepartei, das finde ich irgendwie komisch. Ja, wie gesagt, dann kannst du halt auch nicht wählen oder da ungültig Ja, wählen. Das ist eigentlich einen größeren Impact, aber ja. Na gut, 1 Million Leute wählen die fast, also die bleibt uns noch ein bisschen erhalten. auf jeden Fall. So, wen haben wir jetzt? Oh. Okay. Mit Waffenlieferungen, Hochrüstung und Militarisierung. NATO, EU und Bundesregierung befeuern die Kriegsgefahr. Jetzt toben Kriege unter anderem in der Ukraine und in Gaza. Wir sagen, Kriegstreiber stoppen, raus aus NATO und EU. Menschen verarmen, können sich das Leben, das Heizen, die Wohnung nicht mehr leisten. Brücken, Bahngleise, Straßen, Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser sind marode und verrotten. Einrichtungen schließen, Personal fehlt und immer mehr Leistungen gibt es nur für die Reichen. Wir sagen, Kriegstreiber stoppen, Geld für Bildung und Soziales. Die Regierenden und das Monopolkapital brauchen Ruhe im Land, um ihre Kriegspolitik durchzusetzen und uns dafür zahlen zu lassen. Durch Ausgrenzung und Repression soll Widerstand verhindert werden. Kriegsgegner und die Palästinensolidarität sollen mundtot gemacht werden. Wir sagen, Kriegstreiber stoppen, Meinungsfreiheit verteidigen. Wir kandidieren, weil es im EU-Parlament eine Stimme braucht, die Nein sagt zu NATO und zur EU. Die EU ist kein Friedensprojekt. Sie steht für Krieg, für Ausgrenzung, für Abschottung und für Sozialabbau. Wir sagen, Deutschland muss raus aus der NATO. Wählt den Weg des Klassenkampfes. Wählt den Weg des Friedenskampfes. Wählt die Deutsche Kommunistische Partei. Ja, Hufeisentheorie bestätigt, würde ich sagen. Das ist ja wirklich die Heimat von der anderen Seite. Alter Schwede, DKP. Mir war das jetzt gar nicht so klar, dass es die DKP ist. Ja, irgendwie haben sie das Kommunistische nicht so rausbetont, ne? Ja, und links oben stand halt immer Wahlwerbespot zur EU-Wahl. Also das war jetzt kein Parteiname und ich hatte, als du das geöffnet hast, nicht so genau hingeschaut. Du wolltest Ah. dich fast wählen, ich verstehe. Nee, also die haben. Ich finde das ganz spannend. Die Sozialistische Gleichheitspartei SGP ist ja auch so eine hartlinke Partei. Die haben ja auch dieses Thema Militarismus so für sich entdeckt und auf die Fahne geschrieben. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass die es auch machen. Das ist halt so. Das ist klassisch links, dieses Schwerter zu Flugscharen-Thema. Ja, Klar. genau. Und halt auch klassisch links, also wirklich dieses Altlinke. Naja, mir ist da also jetzt so ein bisschen, ich denke da an eine Person, die wir beide kennen. Persönlich, Ja. die auch mit solchen Symbolen hantiert, die haben an sich und so. Stern. Ja, an sich interessant. Das Problem ist halt, wofür das, was da alles noch dahinter steht. Also, ich meine, erstmal A, Kommunismus und dann B, habe ich auch schon aufgehorcht, als es ging um das Thema Palästina. Also, dass die sich auch da sehr eindeutig natürlich Richtung Palästina orientieren. Das wäre jetzt zum Beispiel aus meiner Warte ein Konfliktbereich, wo ich mich gern eher neutral halten würde, tatsächlich. Also ich bin weder pro Israel noch bin ich pro Palästina. Ja, das ist ja, dass ja, ich sag's jetzt mal, die linke Krankheit, wenn man so möchte, dass man immer sich auf die Seite des vermeintlich Schwacheren stellt. Und das ist nun Ja. mal Palästina in diesem Konflikt. Und das ist ja auch so ein Thema auf der linken Seite, wo die Gemüter hochkochen. Also, dieses, klar, du kannst pro Palästina sein, aber was ist denn mit den Juden? Hast du schon wieder vergessen, was passiert ist und so weiter? Also, das sind ja Debatten, die dort noch und nöcher geführt werden, warum es auch wahrscheinlich so viele Splitterparteien gibt, weil.
dann die MLPT sagt, müssen, weiß ich jetzt nicht, ob die sagt, wir müssen pro Israel sein oder so, aber es gibt ja diese Strömung. Ja, ja, ja. Ja, und Kommunist und Anarchist und so, und die können sich halt alle nicht leiden. Deswegen hast du dann die 5000 verschiedenen Parteien. Hm. Ja. Macher des Spots an sich war gut. Wie du sagst, da hat jeder wieder sein Sprüchlein da aufgesagt. Ich wollte bloß noch mal kurz schauen, was hier an der Tafel steht, ob man das irgendwie sehen kann. Oh Gott. Das Tribunal. Na gut, okay, nee. Was Nazis an der Schule? Na gut, okay, ja. Das ist ja immer der kleinste gemeinsame Nenner bei diesen Leuten, dass es immer die bösen Nazis und die Kapitalisten gibt. Warte mal, steht das hier auf der Tafel? Da unten, würde ich sagen, steht Nazis an der Schule, aber es ist halt... Gegen Nazis an der Schule. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, okay. Ja. Ja, du hast ein gutes Auge. Ach du Scheiße, okay. War ja erwartbar. Dass das war erwartbar. Geht. Ja, auch was die hier auf den Laptops für Sticker haben und Good night, hinten das Plakat night, Sozialismus oder Barbarei. Pfeffi statt Pfefferspray. Okay, den finde ich sympathisch. Talk shit, get hit. Let's talk athletics. Aha, also hier auch linksextrem, ganz klar. Mhm. Also von wegen Gewalt im politischen Diskurs sei okay. Ja, nee, das muss man hart ablehnen. Und dann natürlich trotzdem schön hier mit Laptop am Start, ThinkPad. Ja. Natürlich. Na gut, machen wir den nächsten. Ja, bitte. Ja, Mai, Mir Samir. Europa, das steht für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Aber unser Europa ist in Gefahr. Linke und Grüne wollen mehr Staat und Bevormundung und Rechtsextreme wollen Europa letztlich abschaffen. Beides sind fatale Irrwege. Europa steht vor enormen Herausforderungen. Die Welt um uns herum ist unsicherer geworden. Für Europas Sicherheit und Verteidigung müssen wir deutlich mehr tun. Wir müssen unseren Frieden und unsere Freiheit aus eigener Kraft verteidigen können. Wir müssen illegale Migration stoppen. Wir wollen Menschen in Not helfen. Aber der Staat entscheidet, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden. Wir wollen ein Europa, das unseren Wohlstand sichert. Bayern profitiert wie kaum ein anderes Land vom Binnenmarkt. Die EU sollte die Bedingungen für unsere bayerischen Unternehmen weiter verbessern. Bayern ist stolz auf seine Landwirtschaft. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben Wertschätzung und Respekt verdient. Mehr Freiheit und weniger Bürokratie für unsere Landwirte. Wir brauchen eine gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln. Wir Bayern sind im Herzen Europas. Viele beneiden uns. Und nur wir haben die Kraft, europaweit bayerische Interessen auch wirklich durchzusetzen. Bayern in Europa gibt es nur mit der CSU. Als einzige Partei bieten nur wir eine rein bayerische Kandidatenliste. Für ein starkes Bayern in Europa. Am 9. Juni CSU wählen. Interessant. Also, ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie eine kleinere Partei als die CSU, ehrlich gesagt. Ach so? Ja, weil die ganze Zeit Bayern, Bayern, Bayern kam. Aber gut, eigentlich hätte Meinst ich. Meinst du die Bayern-Partei oder sowas? Ja, aber du hast es so gesagt und ich hätte. Keine Ahnung, es gibt ja die verrücktesten Parteien. Ja, aber das Wort war zu gut gemacht, eigentlich hätte ich es mir denken können. Ja, was interessant war hier natürlich so dieses typische CDU-Thema. Also, nach rechts blinken und nach links abbiegen. Also, ja, die bösen Rechtsextremen, die wollen Europa abschaffen. Erstmal dieses Europa abschaffen, ist ganz schönes Quark-Argument. Richtig. Europa ist ein Kontinent, das wird nicht abgeschafft. Also das Europäische Parlament, das könnte man gerne abschaffen. Mhm. Aber Europa ist Europa. Oder die Institution EU, wenn man so möchte. Ja. Und dann der Satz, naja, wir wollen... wir sind gegen illegale Migration und wollen nicht, dass Schlepperbanden entscheiden, wer herkommt, sondern der Staat. Aha. Ja, liebe CDU, ihr habt entschieden 2015 unter Angela Merkel, dass die Grenzen offen sein sollen. Aber dass alle Leute hier reinkommen. Sie sind doch die CSU, verstehst du nicht? Die sind nicht die CDU. Die sind was ganz anderes. Ja, und das ist natürlich ein Taschenspielertrick. Ja, oh, hallo. Also die sind genau die gleichen, nur anderer Name. Ich mag übrigens den, der ganz links steht.
Ja. Er sieht ganz interessant aus. Erinnert irgendwie an historische Persönlichkeit. An vor 70 Jahren irgendwie. Okay. In aufgedunsen. Es ist, ich meine, gut, sie sagen zumindest, wir wollen halt wirklich nur für Bayern und der Rest ist uns eigentlich egal. Bayern, also ne, der bayerische Wirtschaftsstandort soll auf sein und egal was die Nebenerscheinungen sind, ist uns egal. Hauptsache es geht in Bayern los. Ja, also so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Findest du, ja? Ja, also ich meine, es ist halt eine bayerische Partei. Also, das ist doch irgendwie cool. Ganz ehrlich, wenn wir so eine sächsische Partei hätten, dann würdest du das so voll aufs Tapet bringen. Dass wir halt die einzige Partei sind mit einer sächsischen Wähler, mit einer sächsischen Kandidatenliste und so weiter. Natürlich. Also, ja, das fand ich jetzt hier nicht verkehrt. Ja, ich würde es denen aber auch, also wenn das jetzt sowas gäbe, würde ich denen das trotzdem angreifen, wenn die sagen, ja, nur Sachsen soll es gut gehen, Hauptsache hier und der Rest ist. Was weiß ich, können trotzdem alle rein. Das würde ich dann trotzdem ankreiden. Okay. Weil es dann halt, irgendwann kommen die halt trotzdem nach Bayern. Ne? Ja, das stimmt. So, wen haben wir denn noch? Ah, es sind doch viele. Ich finde, die EU ist einfach ein total besonderes Modell. Wir haben einen großartigen Binnenmarkt, der für Wohlstand sorgt. Wir haben unglaubliche Freiheit. Reisefreiheit, die wir haben. Jeder kann sagen, was er möchte. Freie Wahl, Demokratie. Miteinander arbeiten, füreinander arbeiten. Das große Wunder ist wirklich, dass wir seit 75 Jahren keinen Krieg mehr haben. Das geeinte Europa ist das Beste, was uns Deutschen passieren konnte. Europa ist ein Versprechen von unseren Eltern und Großeltern an uns, dass wir in Freiheit und in Sicherheit leben können. Und jetzt liegt es an uns, dieses großartige Erbe fortzusetzen. Das heißt heute, Europa besser zu machen. In Europa leben heißt, gemeinsam in Freiheit leben. Diese Freiheit werden wir schützen gegen ihre Feinde von innen und von außen. In Sicherheit leben heißt, in unruhigen Zeiten werden wir Europa sicherer machen. Gemeinsam die Wirtschaft stärken, den Wohlstand erhalten und das Klima schützen. Bei dieser Europawahl geht es um viel. Es geht um unsere Art zu leben. In Freiheit, in Sicherheit, in Europa. Wählen Sie am 9. Juni die CDU. Boah, ist das krass. Also das ist jetzt wirklich genau so wie bei den anderen großen Parteien, wie bei den Grünen und bei der SPD, so dieses möglichst wenig sagen. Wobei die noch ein bisschen was gesagt haben, hier zum Beispiel mit Klima und interessant war auch dieser Punkt Sicherheit nach innen und nach außen und nach innen, da wurden halt so böse Extremisten gezeigt, also Leute in bei einer Demo im Hoodie, genau. Also Corona-Demonstranten. Nach außen irgendeine Kriegsszene, also auch da sieht man, also das war schon bezeichnend, diese beiden Themen, Klima und halt dieses böse rechte Extremisten-Thema, wie links die CDU geworden ist. Also da haben sie sich doch schon ein bisschen rausgewagt, aber ansonsten in Freiheit, in Sicherheit in Europa, das ist halt so ein nichtssagendes Wortgeklauber und genau das ist Absicht, sage ich nach wie vor. Also es geht denen gar nicht so sehr darum, irgendwie jetzt hier einen bestimmten Punkt zu machen, sondern die wollen einfach ein Gefühl erzeugen. CDU, das haben wir schon immer gewählt und eure Eltern schon, genau, es hieß das sogar, unsere Großeltern haben uns das Versprechen gemacht, mit der CDU, mit Europa sind wir sicher in Deutschland und so, also CDU, alles gut. Ja. Also ich finde, die haben auch hier gelogen im Spot. Die haben ja irgendwo hier gesagt, 75 Jahre Frieden in Europa, das stimmt halt einfach nicht. Ich erinnere mich schön an den Balkankrieg, ne? Ja, das stimmt. In den 90ern, also so ist es halt auch nicht. Jetzt muss ich noch mal gucken, habe ich hier wirklich kurz Angela Merkel gesehen? Ja, natürlich, die kam am Anfang, klar. Das, da war ich, irgendwo hier war das doch. Ja. Egal, eigentlich will ich sie jetzt gar nicht sehen. Aber, dass der Ballonkopf sozusagen die Frau, die ihn hasst, einblendet, finde ich interessant. Weißt du? Naja, der selber, also der, Merz, der Ballonkopf, ja, bitte mit Namen, der selber wird das hier wohl kaum bestimmen können. Ich meine, das machen irgendwelche riesigen Werbeagenturen. Ich meine, der Merz ist auch nur letztlich irgendeiner, der vor der Kamera steht und das hier einspricht. Denkst du nicht, dass er rüberguckt?
über das Produkt? Natürlich, aber der kann jetzt nicht bestimmen, lass mal das und das in den Spot machen. Die muss raus! Dafür ist die CDU ein viel zu großes System. Das machen ja irgendwelche Werbeagenturen. Ja, ja. Ja, also ich weiß auch gar nicht so richtig, was das zu dem Spot an sich sagen soll. Es bildet halt so ein bisschen die heile Welt erstmal ab und ja, dann so, aber es gibt hier die Bedrohung und ja. Es ist halt wirklich für den grillenden Boomer, der Spot. Ja, ganz ehrlich, das ist so ein Einlull-Spot. Ich weiß nicht, ob der Grillboomer nicht zusammenzuckt beim Thema Sicherheit und dann hier diese Bundeswehrsoldaten sieht und dann sich nicht die Frage stellt, ob er am Ende dann in der Ukraine verheizt wird demnächst. Ja, das ist interessant. Weil der Grillboomer dort musste ja noch Wehrdienst ableisten. Deshalb AfD. Ja. Ansonsten, na, ich weiß nicht, also gibt mir nichts. Jo, mir auch nicht. Deswegen, lass uns nächstens gucken. Oh. Ich schaff seit 30 Jahren, aber wenn ich mal meine Rente ausrechne, wie soll das gehen? Ich würde so gern mit meinem Startup durchstarten, aber dieser Bürokratie-Wahnsinn, der blockiert alles. Wieso hängen die Bildungschancen bei uns immer noch vom Geldbeutel der Eltern ab? Ey, das geht gar nicht. Ich bin Bäuerin, mit Leib und Seele. Aber was dann da immer aus Berlin kommt, ne? Das geht dir nicht in den Kopf. Erst die Energiekrise, dann die Inflation. Wie soll ich da meinen Handwerksbetrieb rentabel betreiben? Wie soll ich als alleinerziehende Mutter Job und Familie unter einen Hut bringen, ohne bezahlbaren Kita-Platz in der Nähe? Deutschland braucht ein neues Bündnis. Ein Bündnis, das den Menschen zuhört. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Menschen bei uns fühlen sich mit ihren Sorgen im Stich gelassen. Die Ampel regiert mit Ideologie und blindem Aktionismus, statt die Situation zu verbessern. Wir brauchen jetzt im Land eine neue Kraft, um das zu ändern. Wir brauchen einen florierenden deutschen Mittelstand, mehr Innovationskultur und weniger Bürokratie, um unsere Wirtschaft wieder zu stärken und den Wohlstand zu sichern. Wir müssen den sozialen Abstieg großer Teile der Bevölkerung verhindern. Gerechtigkeit heißt für uns faire Renten, motivierende Löhne und ein Steuersystem, in dem kleine und mittlere Einkommen entlastet und Konzerne stärker in die Pflicht genommen werden. Wir brauchen mehr Kinderbetreuung, Chancengleichheit und endlich ein einheitliches Bildungssystem in allen Bundesländern. Wir müssen Schulen sanieren und den Lehrermangel beenden. Unser Bündnis steht für offene Debattenkultur, Diplomatie und Frieden. Für Entspannung, Interessenausgleich und internationale Zusammenarbeit. Wir hören zu und haben Antworten. Unser Ziel ist ein zukunftsfähiges, gerechtes und lebenswertes Deutschland. Dafür treten wir an. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Vernunft und Gerechtigkeit. Puh. Also war richtig gut gemacht, der Spot. Es hat mich so ein bisschen an den grünen Werbespot von der Berlinwahl erinnert. Mit den Drohnenaufnahmen und sowas. Ja, gute Ausleuchtung. Fall. Also das war jetzt schon High-Level-Shit. Ganz witzig war, das hat man schon gemerkt, die am Anfang wurden ja mal irgendwelche Leute gezeigt, dann haben die gesprochen, in Anführungszeichen. Und das waren definitiv Sprecher. Also es waren nicht die Leute, die vor der Kamera standen. Also, weil das waren auch richtig professionelle Sprecher. Die haben sogar noch einen echten Berliner gefunden. Naja. Der ein bisschen Berlinert. Ja. Auf. Thematisch, also, was sagst du zu den Themen, die sie aufs, hier aufs Tablet gebracht haben? Ja, es ist für alle was dabei. Also es war jetzt nicht mal unbedingt EU-spezifisch. Also du hättest diesen Spot auch für die Bundestagswahl bringen können, wenn du so möchtest. Ja, das stimmt. Also vielleicht kommt er dann auch jedes Mal jetzt zur Landtagswahl, zur Bundestagswahl, ohne dass er groß geändert wird. Ja, uns kamen so ein paar Punkte, denke ich, die einfach auch viele Leute interessieren könnten, wie Mittelstand stärken,
Bürokratie Konzerne abbauen. Mehr besteuern. Also das ist ja halt nun mal ein linker Punkt, aber die sind halt nun mal links. Bürokratie abbauen, genau, mehr Innovationskultur. Was sie halt jetzt explizit nicht gesagt haben, ist irgendwas zum Thema Migration. Und das finde ich schon sehr interessant, weil eigentlich ist das ja das große Ding von Bündnis Sahra Wagenknecht, dass sie halt versuchen, AfD-Punkte zu bringen oder vermeintlich und dann am Ende der AfD Stimmen abzujagen. Das haben sie hier aber gar nicht gebracht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der Partei noch nicht eine abgeschlossene Richtung bei dem Thema gibt. Also du hast ja dort Leute drin, die mehr oder weniger ja sagen, wir haben die Linke untergehen sehen und wollten halt eine neue Linke aufbauen. Und in der neuen Linken gibt's halt keine Migrationsbeschränkung. Wie es halt in der alten Linken war. Das, denke ich, wird auch das Ding sein. Und ganz ehrlich, die Sahra Wagenknecht kann noch so viel von irgendwelcher Migrationsbeschränkung erzählen. Ich glaubte das einfach nicht, wenn die oh Gott, wie heißt denn nochmal die Vorsitzende von Mohamed Ali? Sagen. Ja, genau, genau. Wenn da zum Beispiel eine dann Vorsitzende ist, ich meine, die muss die sich ja auch erstmal dahinstellen, die Sahra Wagenknecht. Und die sowas von Pro-Migration ist, auch die anderen Hanseln, die dort sitzen. Also ich kann dazu immer nur die Videos von Schlome empfehlen, zu Bündnis Sahra Wagenknecht, wo er mal von den Spitzenkandidaten, von den Top-Leuten dieser Partei so die Punkte, was die so Entschuldigung, zum Thema Migration gesagt haben, auseinander. Also die sind sehr, sehr pro Migration. Ja, das stimmt schon. Ich glaube fast, dass Schlomo da ein bisschen aber auch übers Ziel hinausschießt tatsächlich mit den Videos. Also irgendwann ist halt auch mal gut erstmal. Also vor allen Dingen hat er ziemlich viele Videos gemacht, wo noch nicht so wirklich was Offizielles war. Und dann hat er immer relativ irgendeine Aussage von 2016 oder so genommen. Also okay. Können wir noch einfach sagen, wir warten noch 2 Monate, bis sie dann wirklich die Karten auf den Tisch legen. Und dann... Das ist das Holger-Argument, richtig, was du bringst. Ja, genau, mag das sein. Genau, das hat der Holger auch gebracht. Gegen Schlungu. Ja, mag aber sein, gut. Aber es spricht doch nichts dagegen. Ja, man macht es halt einfach 2 Monate und dann, guck mal, die neue Linkspartei. Ja. Ich hab's euch doch gleich gesagt. Ja, wie du schon sagtest, also der große Elefant im Raum, warum es auch in den Schulen so scheiße aussieht, ist halt auch Migration geschuldet. Stimmt. Und dem Geld, was da halt reingesteckt wird in irgendwelche Sachen und die nicht in die Schulsanierung fließen. Ja, also es kommt alles immer wieder zusammen. Ja, ich weiß nicht. Also. Auch das Thema, ganz am Anfang, gleich das Erste, was gesagt wurde, ja, ich arbeite schon 30 Jahre. Mit der aber Rente. Wenn ich mir ausrechne, wie meine Rente ist, wie soll das gehen? Und das ist auch genau so ein Thema, was auch wieder mit Migration ganz stark zusammenhängt. Ich meine, wir haben nun mal eine limitierte Sozialkasse. Und wenn man so hohe Sozialbeträge aufwenden muss für Migranten, die halt hier nie irgendwas einzahlen, die hier finanziert werden, ohne was zu tun, dann müssen natürlich auch, ist weniger Geld für die Renten da. Ja, oder halt mehr Schulden, je nachdem, ne? Ja, oder so. Und das wäre natürlich linkes Programm, ja. Wobei halt, also jetzt auch abseits von der Migration ist unsere Renten, also dieses generationsübergreifende Rentensystem halt einfach scheiße, ne? Ja, das ist so nicht mehr handelbar. Ja. Also da müsstest du ja wirklich als Staat permanent dafür sorgen, dass dieses Pyramidenmodell auf Teufel komm raus irgendwie eingehalten wird, weil sobald da irgendwie mal eine Schieflage drin ist, frisst sich das dann durch bis zur Rente. Ja, und das sehe ich so einfach nicht, weil ich habe das schon oft gebracht in anderen Videos. Ich denke, das ist einfach nur mal so der Gang der Dinge, dass die Gesellschaften auch wieder kleiner werden, weil wir halt eben nicht mehr darauf angewiesen sind, so viele Kinder zu haben, also als Absicherung fürs Alter. Ja, wobei mittlerweile vielleicht doch wieder. Ja, muss man sehen. Naja, ich meine, das ist halt in allen westlichen Gesellschaften und auch in östlichen. Ich meine, Japan, China, also ich sag mal so, eher in allen entwickelten Gesellschaften ist es so, der demografische Umschwung, dass es dann wieder kleiner wird. Die Gesellschaft. Ja. Damit muss man halt handeln. Wir sind halt jetzt gerade in dieser, das hast du auch schon mal gesagt, da nehme ich jetzt deinen Punkt auf, wir sind halt jetzt so ein bisschen in dieser Zwischenphase. Also irgendwann kann es ja sein, dass wir dann so ein bisschen rumstagnieren vor uns her auf einer gewissen Bevölkerungsebene. Aber jetzt aktuell sind wir halt nun mal wirklich da, dass wir in dieser Umschwungsphase sind. Von vielen Leuten zu weniger Leuten. Und da müssen wir uns jetzt was ausdenken. Ich meine, man kann ja auch überlegen, also oder anders,
Der Sozialstaat an sich ist ja relativ jung, weltgeschichtlich gesehen. Den gibt es jetzt seit, ich sag mal, 150 Jahren Ja, vielleicht, ja. so Pi mal Daumen. Ob der jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist oder ob man ein anderes Modell braucht oder wieder zu dem, wir brauchen viele Kinder im Alter, muss man sehen, ne? Also im Moment sieht es für den Sozialstaat, wie er jetzt in Deutschland konstruiert ist, nicht so rosig aus. Also dieses generationenübergreifende füreinander bürgen, denke nicht, dass Ich es merke schon, funktioniert. wir können uns lang darüber unterhalten. Lass uns zum nächsten Spot gehen. Okay. Hier ist die Wahrheitsshow aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Rente und Altersarmut. Die schlechte Nachricht? Die Rente reicht nicht mehr zum Leben. Gute Nachricht? Das Flaschenpfand bleibt stabil bei 25 Cent. Bildung. In den Schulen wird sich weiterhin an den Leistungsschwächsten orientiert. Kombiniert mit großzügigem Unterrichtsausfall. Die PISA-Studie wird ohnehin überbewertet. Laut Regierung befinden wir uns auf einem guten Weg. Verkehr. Das Verbrennerverbot ist beschlossene Sache. Das Zeitalter der Lastenfahrräder ist angebrochen. Eine PKW-Maut ist nun nicht mehr nötig. Migrationspolitik. Dank der bewährten deutschen Bürokratie bleiben gut ausgebildete Zuwanderer in ihren Heimatländern und die Masseneinwanderung per Schlepperservice hat sich stattdessen als fabelhafter Ersatz etabliert. Wir schaffen das! Wirtschaft und Energie. Die Energiewende ist geglückt. Unsere abgeschalteten Kernkraftwerke werden durch grüne Kohle und Atomstrom aus dem Ausland ersetzt. Durch hohe Energiekosten gehen bei immer mehr deutschen Unternehmen die Lichter aus. Das schont die Umwelt. Das war die Wahrheitsshow für heute. Schalten Sie auch morgen wieder. Wir sehen doch täglich, was falsch läuft. Steh auf, geh wählen und setze dem politischen Wahnsinn ein Ende. Wähle Vernunft statt Ideologie. Wähle Bündnis Deutschland. Also der Maximilian Krah sieht irgendwie komisch aus, aber. Ja, das war ja jetzt sowas von AfD-Spot. Ja. Also sowas von. Ich meine, das war jetzt schon ganz, also so sympathisch gemacht eigentlich mit dieser Wahrheitsshow. Ja. Und, also sehr ironisch. Ich da muss kann auch sich die dazu Partei sagen. mal eine Scheibe abschneiden, so Ja, geht's. ich muss auch dazu sagen, ich denke, das verfängt halt nur bei Leuten, die sich wirklich mit diesen Themen auskennen. Also, dass die überhaupt so diese Ironie erkennen. Zumindest ich weiß nicht, bei einigen Punkten könnte man das vielleicht ein bisschen übersehen. Aber zum Beispiel, das mit dem Flaschenpfand war total geil. Also, der Der war Flaschenpfand super, bleibt bei David. 25 Cent. Ja. Und auch zwischendurch war mal unten so an der Bauchbinde, da war halt gegendert und da war das mit Stern schräg, schräg, Richtig, Doppelpunkt. innen. Ja, Bleiben genau. arm. Also Rentner Sternenstrich innen bleiben arm. ja, Fand ich super. genau. Und es wird sich weiterhin an den schwächsten Schülern orientiert und so. War Die schon cool. anderen könnten ausschlafen. Was war's? Ach ja, gepaart mit reichhaltigem Unterrichtsausfall, fand ich super. Also es war eigentlich immer schon genug drüber, dass jeder eigentlich raffen sollte, dass es Satire Ja. ist. Cooler Wobei. Spot. Einziger Fehler dieser Partei, es ist nicht die AfD. Wählt die AfD, wenn Ja. ihr diesen Spot lustig fandet. Hast du Also, irgendwann auch versucht, irgendeinen Unterschied zur AfD zu finden? Also wo du sagst, okay, das ist jetzt, was die AfD nicht macht. ja, der Name. Also. Also die einen heißen AfD, die anderen Bündnis Deutschland. Okay. Nee, ernsthaft. Das hätte wirklich auch ein Spot von, ja, meinetwegen von Gras sein können oder so. Ja. Also, hartes U-Boot hier. Jetzt haben wir doch ein paar rechte Parteien noch gehabt in letzter Zeit. Ja, Das fand pass ich auf, cool. ja, es wird aufgeholt. Oh, jetzt Bündnis C, Christen. Europa, was wählst du? Frieden oder Krieg? Freiheit oder Macht? Wahrheit oder Verführung? Göttliche oder künstliche Intelligenz? Zukunft oder Apokalypse? Segen oder Fluch? Europa ist unsere Völkerfamilie, auf Christus gegründet, erfolgreich, human und frei. Wo links und rechts scheitern, gibt es Antworten aus biblischer Quelle. Für den Menschen und die Schöpfung, für Familien und die Wirtschaft, für Alte und Junge, Arme und Reiche, Einheimische und Fremde. Mit Bündnis C, Christen für Deutschland, stehen wir für Wahrheit und Versöhnung zwischen den Fronten.
Mit starken Familien und Liebe für die nächste Generation. Zukunft für jedes ungeborene Kind. Mit gleichen Rechten für Starke und Schwache. Sorge für die Natur und unsere Ressourcen. Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen. Weder unfaire Handelsverträge noch Migration dürfen ärmere Länder ausbluten. Und gegen die Zerstörungspläne seiner Feinde stehen wir an der Seite Israels. Europa, was wählst du? Demokratie wird entweder christlich sein oder es wird sie nicht mehr geben. Eine antichristliche Demokratie wird eine Parodie sein, die entweder in Tyrannei oder Anarchie versinkt. Also das ist jetzt die Partei vom Ketzer der Neuzeit, würde ich sagen. Aber, also guter Spot, scheiße, ja. Und du bist doch gemutet. Ach, Entschuldigung. Ja, mega geiler Spot. Ich fand auch das Zitat am Ende mega geil. Von Robert Schumann. Das kannte ich so noch gar nicht. Punktuell, thematisch auch interessant. Also, Die haben klare Kante gezeigt, fand ich gut. Genau, mit der Migration jetzt. Die haben gesagt, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, dass die Migration halt die Länder ausblutet. Und genauso sehe ich das. Ich meine, wenn angeblich nur Ärzte und Raketenwissenschaftler kommen aus Syrien, was ist dann dort? Dann können die ja gar nicht mehr ihre Leute versorgen mit Ärzten und können keine Raketen bauen. Ist natürlich nee, dieses Auslinken an der Stelle, ne? Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber tatsächlich ist es so. Also Migration schadet vor allem auch den Herkunftsländern, weil halt die guten Leute abgehen. Ja. Zumindest, ja. Aber es ist trotzdem das Auslinken, ne? Ja, ich verstehe schon, Und das ist ja gerne mein Punkt, also ich soll die Klappe halten. Nee, ist okay. Mit Israel ja, fand ich spannend tatsächlich, dass sie ja, dass sie sich da so klar positionieren. Also. Auf jeden. Und dann hatten sie auch den Punkt Klimawandel hier drin, also da, also nee, Naturschutz hieß es. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß genau, was die damit meinen, also wofür ja, aus, die dann aus christlicher würden. Sicht wahrscheinlich hier so Gottes Schöpfung bewahren, so in dem Sinne. Naja, aber ich meine jetzt ganz konkret, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Debatte ist über Energieformen, über Kernkraft, über Pipapo, wofür die dann stimmen, ob die halt sich sehr auf die grüne Seite schlagen oder dann vielleicht doch ein bisschen vernünftiger sind. Ja, die gucken in der Bibel nach, was Gott zur Kernkraft gesagt hat. Ja, genau. Oder? So muss das doch laufen. So muss es sein, ja. Ja, das ist schwierig, ob sie sich dann dieser sogenannten Wissenschaft anhimmeln oder eben nicht, ne? Ja. Aber gut, das wollen wir denen jetzt nicht in den Mund legen, das geht aus dem Spot nicht so ganz hervor. Sie scheinen gegen Abtreibung zu sein, ne? Genau, stimmt, das fand ich auch interessant. Aber das möchtest du halt auch als Christenpartei, also sonst, wenn du für Abtreibung bist, dann kannst du halt eigentlich auch gleich zumachen, deinen Laden. Ja, so. Ist klar. Na, ja, so klar ist das ja gar nicht, also. Ja, mittlerweile bei der Kirche. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Interessant. Schöner Spot, ja. Jo. Weiter geht's. Wir sind so, fast hier durch. Haben wir wieder so einen Schlurz-Spot tatsächlich. Ich habe nichts Besseres von denen gefunden, aber egal. Hau raus. Kommt dann auch. Kommt da was? Ich glaube nicht. DIG, was ist denn das überhaupt? Das ist diese Migrantenpartei irgendwie. Ach du Scheiße, wirklich? Ja. Es gibt noch eine Migrantenpartei? Naja, wir hatten ja schon die DAWA. DIG, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Eine in Köln gegründete Kleinpartei. Aha. Ja, ich kann glaub, ja mal, ich refresh mal die Seite vielleicht. Ja, ansonsten was. Überspringen wir die einfach. Ja. Tut sich jetzt irgendwie nichts, ne? Na gut. Ja, es ist eine sehr muslimische Partei. Ich sehe das gerade hier an den Kandidaten. Ah, okay, ja, hatte ich doch richtig in Erinnerung. Ja. Da steht kein einziger deutscher Name. Ja, mal auf also, ja, wild. Die hatten halt auch nur solche Shorts. Ja, ja. Ach du Scheiße, big in den Medien. Und dann sind da erstmal hier irgendwelche türkischen Artikel. Ach, guck mal, das ist auch bloß hier der Hinweis, dass am 17.05. irgendwo im ZDF das gelaufen ist.
Ja, gut, okay. Dann einfach wir hatten da war, genau. Das reicht. Genau. So, jetzt haben wir Aktion Bürger für Gerechtigkeit. Jawohl. Europa ist viel zu wichtig, um es einfach den etablierten Parteien zu überlassen. Schließlich dringt die EU immer weiter in unsere Lebensbereiche ein. Lassen Sie sich von den Politikern keine Angst einreden. Die Erde und das Klima werden nicht zerstört, weil der Mensch angeblich zu viel CO2 verursacht. Wir fordern den sofortigen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und setzen auf die Eigenverantwortung der europäischen Nationalstaaten mitsamt ihren Bürgern. Als die EU-Verträge geschlossen wurden, setzte sich insbesondere Deutschland dafür ein, dass Schulden nie verallgemeinert werden. Es ist falsch, dass die EU ihre Steuern dafür verwendet, die Schulden anderer Länder zu finanzieren. Die Generationen vor uns haben uns den Wohlstand ermöglicht, den wir bis heute erlebt haben. Wir setzen uns dafür ein, dass uns dieser Wohlstand erhalten bleibt. Insbesondere sehen wir es als unsere Pflicht, den Rentnern ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Doch mit offenen Grenzen und einer unbegrenzten Einwanderung in unsere Sozialsysteme wird dies nicht gelingen. Angst ist ein mächtiges Werkzeug zur Manipulation der Menschen. Die Politik nutzt diese Angst der Bürger aus, um ihre Agenda durchzusetzen. Wir setzen uns dafür ein, Ihnen diese Angst zu nehmen. Wir bitten Sie um Ihre Stimme für die Partei Aktion Bürger für Gerechtigkeit, ABG, damit wir in Zukunft die notwendigen Veränderungen mit umsetzen können. Ja, die cooler AfD-Spot. Nee, okay. Das war inhaltlich natürlich wieder 1:1 wie die AfD, nur halt in Paul Goodman. In Saul Goodman ist ja, also Goodman, schwach umgesetzt. Ja. Also das ist wirklich für die Grillboomer-Partei oder Leute, die sich dann so fragen, was ist eigentlich mit meiner Rente? Auf jeden. Und dann kommen die so, ja, da kümmern wir uns drum. Genau, wurden schön hier die Einfamilienhäuser gezeigt und die Rentner, die schön anstoßen mit den Gläsern. Mhm. Ja, und die Sachen die jetzt hier segeln, ja. Gegen den Klimaspaß und so. Mhm. Das waren ja alles Top-AfD-Punkte. Also deswegen, ich verstehe gar nicht, warum es solche Parteien gibt. Warum? Warum? Warum seid ihr nicht in der AfD? Ich fand es aber schön, dass sie direkt gesagt haben, hier Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Also ja, das habe ich jetzt auch noch nicht in den ganzen anderen Spots irgendwie so konkret gehört. Mhm. War gut. Und mir gefällt hier der QR-Code tatsächlich. Das gefällt dir, okay. Ja. Also ist jetzt vielleicht in dem Video ein bisschen nutzlos, weil wenn du es am Handy schaust, dann ist es jetzt schwierig, den QR-Code, glaube ich, zu scannen. Ja. Aber ich finde auch Wahlplakaten, einen QR-Code, wo man direkt zum Programm kommt, immer ziemlich geil. Ich finde es immer ein bisschen müßig. Ich sag immer, macht euch doch einfach eine coole Domain, eine nette URL, die man sich gut merken kann, dann tippt man das ein. Das macht doch keiner. Ja, es macht keiner. Die Leute nehmen ihr Handy und sucht. Halten das kurz ans Plakat und dann hast du den scheiß QR-Code und alles. Na, natürlich. Egal. Ja. Die Leute sind halt faul. Lass uns weitergehen zum letzten großen finalen Spot, dem besten Spot hoffentlich. Nach den ganzen Imitationen bisher. Oh ja, Europawahlprogramm in 100 Sekunden von der AfD. Viel Spaß. Das AfD-Europawahlprogramm in 100 Sekunden. Europa neu denken. Anschnallen. EU ist, wenn Deutschland zahlt. Wir sind größter Nettozahler, aber sind ärmer, können länger arbeiten und haben weniger Wohneigentum als die meisten EU-Mitglieder. Wir wollen ein freies Europa. Das heißt, Staatenbund statt Bundesstaat. Raushalten statt einmischen. Wir gehen nach Brüssel, um Hoheitsrechte zurückzuholen und Souveränität wiederherzustellen. Wir wollen keine EU, die alles teurer, aber nichts besser macht. Wir befreien Deutschland vom Standortnachteil EU. Weg mit CO2-Bepreisung, Lieferkettengesetz und Verbrennerverbot. Schluss mit Sanktionen, die vor allem uns selbst schaden. Strom kommt nicht aus der Steckdose. Essen wächst nicht im Kühlschrank. Wohlstand ist nicht selbstverständlich. Wir machen Energie wieder bezahlbar mit Kernkraft statt Windindustrie. Und wir sagen, keine Heizung ist illegal. Wärmepumpen und Sanierungszwang lehnen wir ab. Nachhaltig ist, Lebensmittel im eigenen Land zu produzieren.
Bauern schützen wir vor willkürlichen Grenzwerten und Wettbewerbsverzerrungen. Wir wissen, Fachkräfte kommen nicht mit dem Schlauchboot. Sozialstaat und offene Grenzen schließen sich aus. Darum wollen wir statt Freibäder unsere Außengrenzen schützen. Neue Deutsche machen wir selber, indem wir Familien fördern und verhindern, dass Kinderreichtum arm macht. Genderideologie lehnen wir ab. Nur Frauen können Mütter und Männer keine Frauen werden. Bildung muss Selbstdenker statt Mitläufer zum Ziel haben, damit Europa nicht Kriegspartei, sondern Verhandlungsmacht wird. Das war das AfD-Europawahlprogramm in 100 Sekunden. Lassen Sie uns Europa neu denken. Für weniger EU und mehr Freiheit. Am 9. Juni AfD wählen. Ja, jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Also ich finde es schade, dass der Herr Krah nicht irgendwo aufgetaucht ist tatsächlich. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit diesem Comic-Stil anfangen soll. So ganz fand ich es nicht toll, ehrlich gesagt. Ja, vor allem bei dieser Comic-Stil, das ist ja genau dieser Globo-Homo-Art-Style eigentlich, den man von Apple, Google, sonst was kennt. Also ich habe mich gefragt, ob das hier so ein bisschen parodistisch gemeint war. Aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Von der Machart so fand ich den Spot aber mega geil, weil die übelst viele Punkte hier gebracht haben. Ja, und gerade am Anfang mit den schönen Balken da. Genau, mit den Statistiken, das ist super geil. Ich meine, das ist ja ein typisch rechtes Ding, dass man wirklich mit Statistiken argumentiert. Und klar, das ging jetzt ziemlich schnell, aber ich meine, man hat ja hier einen Pause-Button auf YouTube. Also der geneigte Zuschauer kann ja einfach mal kurz pausieren an der Stelle und sich die Balken durchlesen, weißt du? Muss man auch nicht. Also eigentlich war es, also die Balken waren ja immer so weit auseinander, dass klar war, okay, hier geht es um Einzahlung, oh, das sind wir ganz oben. Hier geht es um Wohneigentum, das sind wir ganz unten. Ja, ja. Ach du Scheiße. Das war auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und ja, thematisch war hier auch alles drin. Also, und vor allem, gerade am Ende, haben die sich Sachen getraut, die sich andere Parteien hier zum Beispiel gar nicht getraut haben. Zum Beispiel jetzt das Thema Gender, das fand ich auch cool, eigentlich diese schematische Darstellung, wo links die Frau war und rechts der Mann. Die Beule in der Hose. Genau. Und dann auch das ganze Thema Gender, wo halt die 1000 Geschlechter dastanden. Ich meine, da war alles drin. Neue Deutsche machen wir selber. Ich bin wirklich begeistert von dem Spot. Genau, ich wollte gerade sagen, sie haben von den anderen Parteien ein bisschen abgekupfert. Also ja, das Neue Deutsche machen wir selber ist ja, glaube ich, von der NPD so ein Ding, lustigerweise. Das hatten die immer als Plakate. Nee, das ist wirklich ein AfD-Ding gewesen. Ich denke mir ein, ich habe das vor Urzeiten auch schon bei der, aber gut, egal. Und die keine Heizung ist illegal, war auch sehr lustig. Ja, genau. Das ist sozusagen da. Auf jeden Fall. Und ich mochte noch dieses Schiffswrack hier mit der Krone. Das sinnbildlich dafür steht, dass die ganzen hier, dass man sich wieder souverän wird in Europa. Genau, und man sieht hier schön das Geld, was man rein versenkt hat. Genau, ja. Das war eigentlich ein schönes Bild dafür. Auf jeden Fall. Ja, das genau, das Wrack EU, ja. Und hier haben sie ja von den Linken lustigerweise die oder von der KPD war das ja hier, oder wie die hieß hier? DKB? DKB. Die waren das doch mit, ja, warte. Statt Bundesstaat. Raushalten statt einmischen. Ah ja, genau, mit den vielen Fischen, die gegen den Hai gewinnen, ne? Ach so, ja. Stimmt. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von dem Artstyle bei Globo Homo Unternehmen, aber ganz ehrlich, hier finde ich es irgendwie sympathisch. Also gut, einen anderen Artstil hätte ich noch mehr bevorzugt, aber so an sich ist das cool, weil es, das hat, wisst ihr, das hat halt so ein bisschen was von ZDF-Logo. Dass ja. Man halt, und das meine ich jetzt gar nicht mal böse, dass man wirklich für jeden Trottel verständlich die Themen auf den Punkt bringt. Also wirklich kindgerecht fast schon. Und das finde ich gut. Ich meine, du musst halt die Normis ansprechen. Ja, es ist auch noch nicht so ganz Globo Homo, würde ich sagen. Das ist jetzt noch zu konturreich, weißt du? Das Globo Homo habe ich noch so ein bisschen weicher gezeichnet. Es ist schon eigentlich wirklich sehr Globo Homo. Es ist schon wirklich so. Aber egal. Ich meine, gut, wie gesagt, deswegen gefällt mir der Spot auch jetzt nicht so vom Aussehen, aber sie feuern halt wirklich hier aus allen Rohren die Fakten. Jo. Mega geil. Jetzt wäre wahrscheinlich wieder dieser am Ende hier so dieser Morph-Effekt ganz schön gewesen.
wo dann der Kra rauskommt oder so. Ja, ja, also ich meine, der ist ja auch vor allem ein sehr vorzeigbarer, präsentabler Kandidat, der gut reden kann. Also der hätte ruhig noch was sagen dürfen. Aber haben sie ihn vielleicht wegen den Skandalen jetzt irgendwie rausgenommen? Nee, ist das so eine taktische Sache ist? Naja, ich meine, der Spot ist halt nun mal Europawahlprogramm in 100 Sekunden. Da geht es halt nur um das Wahlprogramm, jetzt nicht so sehr um die Person. Ja, ja. Von wann ist denn der Spot? Kannst du mal scrollen? Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Naja, und die also haben auch keinen anderen Spot gefunden vor ein paar Tagen. Also vielleicht haben die das noch einen. Das wäre eigentlich auch seltsam, ne? Nee. Naja, ich fand ihn auf jeden Fall gut. Schreibt uns gerne, liebe Zuschauer, wie ihr den fandet und vor allem, welcher Spot euer Favorit war. Ja, und was ihr wählt. Also, was Kasper wählt, das wissen wir ja. Die genau, deutsche Hip-Hop-Partei. Wobei, das kann er diesmal gar nicht wählen. Da muss er wohl die menschliche Welt wählen oder sowas. Jo. Wählt ihr DKP oder DAWA? Schreibt es uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.